Ja, mein Name ist Timo Reichert von der Teilstallapotheke in Niedernhausen. Die Apotheke besteht seit 4 Generationen und in der Vergangenheit hat sich viel entwickelt im Apothekenbereich und über Jahrzehnte war eigentlich das Papierrezept in der Form gang und gäbe. Es wurde vom Arzt ausgestellt, man hat das in die Hand bekommen und ist damit dann in die Apotheke gegangen und hat seine Medikamente geholt. Das wird sich jetzt in Zukunft ändern. Ab dem 01.01.2022 wird flächendeckend in Deutschland das elektronische Rezept, das E-Rezept eingeführt. Das hat Vorteile durchaus erstmal für den Patienten, einfach weil die Wege sehr kurz sind und es kann quasi überall eingelöst werden. Es kann auch vorweg zu Apotheken geschickt werden, natürlich auch online schon bestellt werden und abgeholt werden. Das Ganze funktioniert in der Regel so, dass der Arzt genauso wie ein Papierrezept das Rezept in elektronischer Form ausstellt. Das heißt, er wird in seinem System einfach das Rezept quasi eingeben. Entweder besteht jetzt die Möglichkeit, das direkt auf eine elektronische Form zu versenden. Das heißt, der Endverbraucher, der Patient in dem Fall, kann es per Handy zum Beispiel, Tablet, aber auch mit dem PC oder dem Rechner öffnen, sich anschauen und auch weiterleiten. Kann es natürlich gegebenenfalls auch mit dem Handy zum Beispiel mit in die Apotheke bringen und es auf dem Bildschirm zeigen. Das Ganze funktioniert eigentlich in Form von einem QR-Code. Das heißt, das ist quasi eine mehr oder weniger eine Form des Transportes, wo sehr viele Daten einfach auf einer kleinen Fläche beinhaltet sind. Alternativ gibt es natürlich viele Menschen, die jetzt kein Smartphone besitzen, vielleicht auch nicht mit dem Rechner arbeiten. Für die wird es weiterhin natürlich möglich sein, das Rezept auch in Papierform auszudrucken. Das wird dann allerdings auch nicht mehr so aussehen, wie es heute aussieht, sondern es wird quasi dieser QR-Code auf ein Blatt Papier gedruckt. Und das kann er natürlich dann wie ein normales Rezept in jeder Apotheke mitnehmen und bekommt dort seine Medikamente wie bisher ausgeliefert. Ansonsten hat es Vorteile, man kann relativ schnell Rücksprachen halten mit den Ärzten. Das ist so von der Apothekenseite ein relativ guter Punkt, einfach um auch den Patienten dann Laufwege nochmal für Rezeptänderungen, zum Beispiel bei Ärzten nochmal zu ersparen. Unklarheiten an Rezepten entfallen zum Beispiel, wenn irgendwas nicht leserlich wäre, nicht richtig gedruckt wäre. Und wie gesagt, der große Vorteil ist, man kann es durchaus auch elektronisch versenden. Das heißt, man hat die Möglichkeit dann in einer App, so wird das in meisten Fällen dann aussehen auf dem Smartphone zum Beispiel. Da wird es auch nicht nur eine App geben, sondern viele verschiedene Apps, die darauf zugreifen. Zum einen das Produkt vorzubestellen. Das heißt, ich spare mir vielleicht durchaus den einen oder anderen Weg. Es ist aber auch vorgesehen, dass eine Verfügbarkeitsabfrage stattfinden soll. Das heißt, ich kann dann quasi, ja, bisher vorgesehen bei maximal 3 Apotheken dann auch direkt abfragen, bevor ich hinfahre, ob das Medikament dann überhaupt vorrätig ist.